Hallo und willkommen zurück zu Path of Exile, einem Trunken LP, das ich natürlich nicht alleine spiele. Juhu! Ja, man trinkt ja auch nicht alleine Alkohol, das ist ja langweilig. Nee, das ist öde. Oh, Moment. Ja. Ach nee, schon okay. Ich dachte gerade was, aber ich bin ein Idiot. Ja, wir sind jetzt hier schon im zweiten Part, das heißt, wir haben schon was getrunken. Man merkt es an meinem Kollegen. Nein. Ja, doch. Ja, wir haben gesagt, wollen wir die Regeln nochmal erklären. Nach jedem Level-Up und jedem Quest-Sieg trinken wir quasi einen kurzen. Jo. Na, ich denke, die Leute, die sich das gerne angucken, würden sich das dann auch von Anfang an angucken. Also müssen wir es dann später nicht mehr erwähnen, denke ich. Weiß ich nicht. Vielleicht schaltet ja auch jetzt gerade jemand zu und weiß überhaupt nicht, was das Ganze soll. Können wir ja machen. Ich meine, so viel Zeit nimmt es ja auch nicht weg. Wir können auch in der Zeit irgendwas Weltpolitisches besprechen, das ist überhaupt gar kein Thema. Falls du das lieber möchtest, was hältst du denn von Angela Merkel? Und wen wirst du bei der Europawahl wählen? Ich finde es seltsam, dass Angela Merkel immer den Daumen und den Zeigefinger zusammen hat, wenn man sie sieht. Ich habe da mal so ein lustiges Bild gesehen, da waren ganz viele Bilder von ihr. Und dann ganz am Ende stand dann so irgendein Klebeprodukt. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber ich fand's lustig. Muss ich lachen. Sehr nice. Spüre meine Blitzmagie, du Rohr. Was auch mein Rohr ist. Irgendein Hühnchending. Es sieht jedenfalls danach aus, ja. Oh, hier ist die Questhöhle. Ich komm schon. Ich bin gut. Mir hat jemand in Spanien verkündet, dass es auffällig wäre, dass Angela Merkel ihre Hand öfter mal flach hochhebt und wieder senkt und dass das so Hitlergrußmäßig aussehen würde. Das war so ein alter Mann. Oh, nein. Der meinte zu mir von wegen, ja, Deutschland und pass auf, Angela Merkel. Und das war schon etwas merkwürdig, ja. Der alte Mann soll mal nach Nordkorea gucken, was da abgeht. Dafür würde er sich freuen. Ja, ich glaube, der war so ein bisschen... Da gibt es nämlich mehr als nur den Gruß mit der Hand. Ja, er hat das so als so geheimkultmäßig, als unterschwellige Botschaft irgendwie interpretiert, glaube ich. So Illuminati-mäßig, dass nur Eingeweihte erkennen. Dass nur Eingeweihte wissen, dass Angela Merkel in Wahrheit die Wiedergeburt von Hitler ist oder so irgendwas, keine Ahnung. Oder Hitler soll ja noch leben, dass sie in Wahrheit Hitler ist. Ach ja, na klar. Wozu denn der Geschlechterwechsel nötig war, weiß ich auch nicht. Ja, Gott, ich meine, kurze Haare hat sie auch, wenn er sich den Bart abrasiert hat. Dient der Tarnung. Ja. So, ich sehe gerade nichts Nützliches in dem Loot. Ich glaube jetzt einfach mal, habe auch nicht weiter geguckt. Da waren ja auch keine magischen Gegenstände dabei. Ich versuche mal für dich mitzufiltern. Hier, Iron Ring ist ganz nice für dich. Ja, ich hab schon, glaube ich, 2 oder 3 Ringe. Achso. Ich habe einen goldenen. Ui. Der ist gut. Ja. Wir sind übrigens kurz vor Level. Du weißt, was das heißt. Yay! Na, noch stehen wir beide ja gerade. Das ist ja alles gar kein Thema. Es ist, glaube ich, ein Glück, dass wir nicht stehen müssen, wirklich. Oh, beim Zocken stehen, das stelle ich mir mal auch ätzend vor. Ja, Level up. Das wäre... Auch da fällt mir der Drummer von den Ärzten ein. Ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber der steht ja auch beim Drummer. Bella B. Bella B? Wow, das sind viele. Oh, Entschuldigung, das war ich. Schon okay. Solange wir sehen. Ja, eigentlich wollte ich gerade was trinken, aber ich habe auf das falsche Ding gedrückt, glaube ich. Oh, hast du schon Level up? Ach ja, ich auch. Oh. Ich bin ein Blindfisch, ich habe sogar erwähnt. Ups. Oh, es geht los. Nee, ich liege ja beim Zocken, grundsätzlich. Sag mal, seit wann gibt es den Begriff Mana? Wann hast du den eigentlich zum ersten Mal gehört? Bei Diablo 1 auf jeden Fall schon, ja. Bei mir war es auch bei Diablo, aber erst bei Diablo 2. Da du hab hast ich mit... auch Diablo 1 nicht gespielt, hast du mal erwähnt. Ja, ich habe... Also erst später? Ja, später als Diablo 2, das war ja das Ding. Wir müssen was trinken, bevor wir weitergehen. Ach ja, okay. Prost und so. Prost. Ah, tut gut. Schön. Die ersten Schlücke brennen immer, aber danach tut's gut. Ja, doch. Rap. Ich mag das. Ich sehe wirklich nichts, was nützlich ist. Hast du schon deinen ganzen Gürtel voll? Also 5 Flaschen?
Nee, ich habe nur 4. Dann kannst du hier Small Life Flask nehmen. Ich stehe mal hier. Rechts von mir. Quicksilver, Small Life. Oh, ich habe doch schon 2 Small Life. Ja, ein dritter ist ganz gut für den Tank. Also du bist ja quasi tanky ein bisschen. Naja. So, mal gucken, was für mich noch ist. Kann ich die... Warum kann ich die nicht... Warte mal. Die sind irgendwie blöd angeordnet. Währenddessen verteile ich mal meine Punkte. Ja, für die Leute, die das hier kennen oder die Final Fantasy X kennen, dürfte das hier ganz schön bekannt aussehen. Yay, yeah, ich habe eine goldene Note. Wo bist du denn? Ich kämpfe hier schon wieder. Sag doch, dass du weitergehst. Ich dachte, du wärst da irgendwo. Nein, ich habe nicht auf die Minikarte geguckt, ob du tatsächlich da bist. Ne, das Ulkige war mit dem Mana. Das hat mir mein Cousin damals erklärt. Ich habe nämlich Diablo zum ersten Mal bei ihm gespielt. Er hat mich das mal ausprobieren lassen. Und dann habe ich den Barbaren genommen und da dann meine Skills gespammt. Und dann sagt mein Paladin, er hat kein Mana mehr. Und dann ich so, was hat er nicht mehr? Mana? Was? War ein völlig neuer Begriff für mich. Echt? Ja, das ist halt dadurch, dass ich den ersten Diablo-Teil ja quasi mit 8 Jahren schon gespielt habe, bin ich so damit aufgewachsen. Oh, mit 8 schon, holy shit. Ja, ich habe halt einen großen Bruder, ne? 4 Jahre älter und so. Ja, das ist vorteilhaft in manchen Dingen. Nicht unbedingt, weil ich hatte von Diablo, habe ich Albträume gehabt als Kind. Oh je, aber die kriegt man immer, wenn man als Kind auf solche Sachen stößt. Ja, das ist halt viel zu gruselig. Und vor allen Dingen bist du, du bist auch nicht so ein guter Zocker manchmal. Also ich war einfach irgendwie zu jung dafür. Also ich habe das nicht richtig auf die Reihe bekommen. Und dann stirbst du ja permanent. Und dann macht dir das Ding ja noch viel mehr Angst, weil du einfach permanent stirbst. Also darüber war ich dann schon hinaus. Also mir hat das dann, die Monster, das alles zu sehen, das hat mir nichts ausgemacht. Auch wenn mein Vater dann immer, wenn er das gesehen hat, dann mir gesagt hat, ich soll nicht allzu genau hingucken. Aber, naja. Ja, Eltern die Jungs sind dann halt manchmal ganz putzig, ja. Ja, Jungs, nicht nur Jungs, Mädels genauso. Man ist ja stur. Ist ja so. Ja, das ist, also, Neugier. Meine Eltern haben da vieles gar nicht so mitgekriegt, weil das immer so ein bisschen war so, ach, mein Bruder kann ja auf mich aufpassen und so. Wenn sie vertraut haben. Ja, der war ja zu dem Zeitpunkt 12, der hat ja gar nicht gerafft, ob das jetzt für mich irgendwie schlimm ist oder nicht schlimm ist, ne? Oh, ich hatte was für dich. Was? Das hier, Chestplate. Das ist die nächstbeste Rüstung für dich. Moment, warte mal, ich muss, ich habe schon wieder viel zu viel Kram. Mhm. Brauche ich nicht. Was ist denn das? Brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Wow. Cast Speed, okay. Uiuiui. Egal. Ach nee, warte. Hier meine hat deutlich mehr Fähigkeiten, aber deutlich weniger Rüstung. Muss man immer gucken. Oh, ist das ätzend. Ich meine mit, wenn du viel immer schön auf Rüstung setzt, dann kann dein Charakter so Werte von 60% weniger Schaden und vielleicht noch mehr erreichen. Das ist ganz geil. Applies 2 physical damage to melee attackers. Ich meine, kommt natürlich auch drauf an, was es macht. Für dich sind solche Sachen wie Leben und sowas wichtig. Ja, ja, eben. Ich habe bei dem jetzt 1,4 Life regenerated per second. Das finde ich halt relativ cool. Ja, das ist natürlich schon geil. Ja. Oh, ich glaube, ich behalte meine. Aber Dankeschön trotzdem. Okay, kannst du ja verkaufen. Ja, kannst du dir auch zurückgeben und du verkaufst sie, wie du möchtest. Noch habe ich Platz, aber ich brauche es nicht wirklich. Okay. Im Zweifelsfall kannst du es auch liegen lassen. So, weiter geht's. Bam, bam, bam. Stirbt. Was sind denn das überhaupt für Viecher? Das sind diese Hühnchen von draußen, nur mit, ja, auf Diät, sozusagen. Diät. Oh, oh, oh. Hilfe, zu viel. Wenn ich Caster-Rolle spiele, bin ich immer so empfindlich oder vorsichtig, sage ich mal so. Wieso? Weiß nicht, man ist halt immer schnell tot als Caster. Ach Quatsch. Bisher war doch alles ganz, ganz so im Grün. Ich nehme auch schon ewig keine Heiltränke mehr. Ja, aber ich schon. Ach du Lusche. Ich bin ein alter Mann, bin in Rente. Hab Erbarmen. Zum Glück bin ich ein alter Mann. Oh, da unten ist noch eine. Die Monster, die diesen Kreis um sich haben, die sind quasi der Schlüssel. Wenn man die tötet, dann geht die Truhe auf. Kämpf du mal, ich kämpfe hier auch noch. Ja, ich hab's gemerkt.
Okay, halten wir fest, wenn du mehr getrunken hast, dann wirst du fieser und zum Dieb. Ich behalte dich im Auge, Gar nicht. Fräulein. Ach ja, erinnerst du dich noch? Oh. Das Okay, war's? damit hat sich das erklärt. Ja, das ist hier wie in Diablo 2 die Höhle des Bösen. Alles clean. Ah, Hier das hat heißt, wir man haben uns einen manchmal Drink auch. verdient. Gleich, ja, wenn wir abgegeben haben. Ach so. Haben wir das eigentlich letztes Mal gemacht? Ja, der letzte Quest war Nessas Medizinkiste. Und ja, das haben wir, die abgegeben haben wir sie ja, aber haben wir darauf angestoßen. Ich glaube ja. Okay. Oh, das ist so bitter, weil man von dem ganzen Jahr ein Video hat. Das heißt, wenn wir jetzt ewig überlegen, in Wahrheit müssten wir uns einfach nur angucken, was wir aufgenommen haben. Das ist richtig, aber wir können ja schlecht jetzt anhalten. Doch, wir unterbrechen jetzt sofort und gucken erst mal. Nein. Och nee, das ist doch nicht wahr. Hier ist schon wieder so eine Oha, Herzhöhle. Mist. Herzhöhle ist ein schöner Begriff. Das klingt viel zu niedlich. Das klingt super eklig. Blablab. Oh, jetzt wird's aber übel. Das wären dann jetzt gleich zwei. Gell? Okay. So. Aber es ist ja keine richtige Quest. Warte mal, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch Zeit. Aber dann nehmen wir jetzt erstmal den für das Level ab. Oh, hast du schon eins gekriegt? Ja, ich habe schon eins. Okay, Prost. Okay. Warte, warte, ich habe mein Gläschen noch nicht voll. Ah, ich muss mich gerade wehren. Aua. Ja, da greif. So, die können uns doch nicht einfach beim Trinken stören, so geht das nicht. Das Hühnchen möchte mit auf den Döner. Yummy. War doch irgendwie eklig, dass dieser große Spieß mit dem ganzen Fleisch dran aus mehreren Hähnchen zusammengebatscht wird, oder? Darauf Eklig. trinken wir einen Prost. Prost. Okay. Auf geht's. Moment, ich habe mir irgendwie gerade. Habt du dich voll gekleckert? Bisschen. Oh. Jetzt klebt mir der scheiß saure Apfel an den Fingern. Okay. Ich komm schon. So, muss mal ganz kurz gucken, welchen. Okay, bisschen mehr Intelligenz so. Bam. Ist das schon wieder so eine Stinkhöhle? Ja, wir haben jetzt hier diese Eisflächen auf dem Boden. Das ist die Schwierigkeit. Dafür gibt es 11% mehr Items. Was machen diese Eisflächen? Slow. Ach so, Nichts oh. weiter. Wenn die noch Schaden machen würden. Nee, aber ganz ehrlich, wenn du einmal auf Hölle, oder besser gesagt Merciless, heißt das hier, auf der dritten Schwierigkeit erstmal gespielt hast, dann bist du froh für jeden einzelnen Buff und für jedes bisschen Gnade, das dir gewährt wird. Okay. Weil es ist wirklich gnadenlos an den späteren Teilen. So. Was ist das denn hier? Ein Schrein? Es gibt Schreine? WTF? Du kennst das Spiel, ich nicht. Anscheinend nicht. Was ist das denn? Brutal Shrine. Your hits have knockback, increased damage and stun. Klingt ja geil. Okay, ich komm mal mit. Ich bin jetzt einfach mal vorausgelatscht, aber ich werde uns ja auch aufteilen können. Dann geht's schneller und so. Das ist eigentlich eine coole Combo, die wir gerade haben. Du hast jetzt den Tank-Char und ich werde dann so zu dem Damage-Dealer. Passt doch. Stellst dich einfach vorne hin mit deinem riesigen Schild. Du tust ja gerade so, als ob ich keinen Schaden verteilen würde. Na, das sage ich ja gar nicht. Aber ich spiele darauf an, dass du eine Menge einstecken kannst. Das stimmt. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen geskillt auf die passiven Sachen. Weil du kriegst ja dann bei irgend, wenn du da so ein bisschen weiter voranschreitest, ziemlich viel Life Regeneration. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch praktisch, selbst wenn du ordentlich Schaden verteilst, ne? Weil Vor allem momentan. prozentuale Lebensregeneration ist immer total geil. Ja. Wenn du viel Life Also ich hast. muss ja auch momentan, ich habe jetzt schon seit bestimmt 3 Stunden keinen Trank mehr genommen. Wuhu, ein Von der halben Tank. Stunde, wo wir spielen, Ich ja. brenne, jetzt nicht mehr. Kein Wunder, dass er keine Haare mehr hat. Aber der Bart hält sich gut. Den hat er gewachst. Kannst du mal aufhören, alle kaputt zu machen, bevor ich überhaupt draufhauen Oh, kann? Ist bin ja ich schon voll so stark? öde. Okay, hier hast du deine Champions, da kannst du drauf kloppen. Oh, verdammt. Da, wo ist die Schnell, mach noch Fernbedienung? Schaden. Ach ja, ich habe die übrigens noch überhaupt kein einziges Mal Ground Slam machen sehen. Oh, ich mich auch noch nicht. Welch Moment. Zufall. Kann ich das eigentlich auf eine andere Taste legen? Ja, kann ich. Ja, natürlich. Auf dem Rechtsklick macht sich das eigentlich Das relativ da. geil. Jo. Oh, Das war's. Endboss. Wie Kannst oft du kann ich denn quasi das immer machen? machen, wenn wir gegen drei oder mehr, noch mehr kämpfen. Dann lohnt sich's so. Jetzt kommen ja die ganzen kleinen Minions noch dazu. Wie oft hintereinander darf ich das denn machen? Ach, der geht Mana ab von. Oh, Ja. ja, da hätte ich drauf kommen können.
Einen Unterschied dazu bilden diese Wahlgems, den einen, den du vorhin eingesammelt hast. Den kannst du nur einsetzen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Gegnern vorher gekillt hast, also quasi Seelen gesammelt hast. So wird das beworben. Aber dafür sind die Skills dann übel. Mhm. Richtig übel. Ich habe keinen Platz mehr. Ich kann dir überhaupt nichts mehr vor der Nase wegklauen. Wahl Rain of Arrows. Schade, schon wieder nichts, was wir benutzen können. Hätte einer einen Jäger spielen müssen. So, Corroded Blade, Rawhide Gloves. Kann man dann irgendwann mal nach oben gehen? Nach oben? Musst du verkaufen? Ja, schon. Ja, können wir prinzipiell. Ich glaube, ich habe auch noch eine Scroll zu. Ich nehme mal noch alles Mögliche mit, was ich nehmen kann. Ja, nee, bedien dich. Du musst ja auch nicht mitkommen. Na doch, wenn dann schon. Können wir ja den Gewinn maximieren, den wir beide machen. Wir sind ja ein Team. Ja. Ein TIM. Ja, auch wenn man davon nichts merkt und du einem alle Sachen klaust. Verlass dich auf mich. Tue ich total. Du hast wahrscheinlich jetzt schon doppelt so viel Geld gemacht wie ich. Erinnere dich dran, es gibt kein Geld hier. Doppelt so viel Rollen und Kram und. Doppelt so viele Spruchrollenfetzen. Super. Du hast einfach doppelt so viel coole Sachen bekommen wie ich. Oh. Vollkommen egal, was es ist. Sonnenbrille. So. Ja, genau. So, das brauche ich nämlich. Ich hätte unten schon aussortieren sollen. Das war jetzt gerade irgendwie dämlich. Wieso? Weil ich nur Mist mit nach oben bringe, der wahrscheinlich nicht mal ein Fetzen bringt. Also generell bringen die blauen Items natürlich mehr. Ja, das hätte ich sogar wissen können. Es gibt hier übrigens auch... Brauchst du noch eine Mana-Flask? Nee, danke. Okay. Ich komme gerade klar noch. Ich hätte hier noch eine übrig gehabt. Ich habe auch eine Medium-Mana-Flask, falls du die willst. Ja, du wirst sie nicht brauchen, ne? Mhm. Aber, warte mal, ich guck mal kurz. Also wenn du sie nicht nimmst, nehme ich sie, weil ich nur eine kleine habe, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Wir werden ja bald auf stärkere Gegner treffen, wo die Kämpfe ein bisschen länger sind. Nimm sie ruhig. Ja, gut. Okay. Ich sehe gerade aber was. Na, ist egal. Firetrap... Wann habe ich die denn aufgesammelt? Gar nicht gemerkt. Ist ein Spike, zählt das zu den Dingern, womit ich... Ist das stumpf? Nee, ist nicht stumpf, ne? Spike? Ja. Rusted Spike. Ach so, nee, ist eine Fechtwaffe. Also, okay. Im weitesten Sinne. Quasi, ja. Fire Trap. Ice Spear, das klingt auch nach einem Spell, den mache ich mal. Den nehme ich mal mit. Adds Fire Damage, adds Cold Damage. Das klingt doch cool. Behalten wir doch mal. Wobei 3 Life Gain per Kill auch cool. Nee, bleibt dabei. Ach ja, wir können ja dann auch jetzt bei Tagley die andere Quest abgeben mit der Höhle. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fertig für diesen Part. Cool, warte, machen wir gleich. Wieso kann ich denn die Medium nicht nehmen? Die ist unidentified? Eine Flasche? Ja, das gibt's hier. Du kannst Flaschen verzaubern und dann haben die, wenn du die trinkst, spezielle Effekte. 50 increased recovery speed. 26 increased movement speed during flask in effect. Sicher, dass du es nicht willst? Also ich meine, für dich ist Mana und sowas sinnvoller als ja, für mich. Ja, Mana ist... Das Ding ist... Warte mal, wir tauschen wir doch einfach. Kann ich die eigentlich runterwerfen? Nee, das geht hier nicht, schade. Kann man nicht handeln? Kann man hier handeln? Das weiß ich gar nicht. Wo bist du denn? Ich schaue mich auch gerade um. Hier steht... Ach, da ist Händchen. Trade. Except... you cannot trade... Okay, da. Jetzt geht's. So. Das da. Eine große gegen eine kleine. Maus. Nee, ich hab ja noch eine kleine, die kannst du behalten. Ach so, ich glaube aber, ich muss dir irgendwas geben im Gegenzug. Ich gebe dir einfach hier so ein Fetzen. Toll. Das ging so eine. Fairer Handel. Fetzen gegen Flasche. Fang beide mit F an. Das entbehrt sich sogar nicht einer gewissen Logik. Nein, gar nicht.
Nicht nachdenken. Es wird alles gut. Ich versuche es ja zu verhindern, aber es gelingt mir nicht ganz. Ja, dann müssen wir noch mehr Quests machen und mehr Level Up. Mehr Level Up, ja. So kann das ja nicht weitergehen. Okay. Oh, ich habe irgendwas auf Arrows. Ne, das brauche ich auch nicht. Ich behalte es trotzdem mal. Ich sollte mir mal einen Gürtel kaufen. Bumm. Ach ja. Das ach nee. Wo gebe ich denn jetzt den Kram ab? Komm, ich will jetzt mal, ich will noch was trinken. Hier, bei Tagli. Okay. So. Der gibt dir dann ein Book of Regrets. Damit kriegst du... Nee, der bietet mir gerade, bietet der mir komische Molten Strike und Kram an. WTF? Dann hast du... Ah, dann hast du deine Belohnung für Hillock, der diesen Riesen-Zombie von ganz am Anfang noch nicht eingesammelt. Ach, okay, der ist das. Hm, anscheinend. Ah, jetzt kommt das Buch, genau. Book of Regrets. Genau, das sind diese Skillpunkte, die du eintauschen kannst, um Skillpunkte wieder zurückzunehmen, würde ich sagen. Aha. Ja, ja. Kann ich das direkt machen? Also direkt anwenden und. Könntest du, ja. Also ach so, ohne dass ich es anwende, sondern nur, dass das blöde Buch aus meinem Inventar verschwindet. Ja. Benutze das Buch. Die werden dann gespeichert in deinem Skilltree und wenn du sie verwenden möchtest, kannst du dann diesen Refund-Modus aktivieren. Okay. Gut. Das ist alles ganz intuitiv gemacht hier. Das finde ich ganz geil. Okay, also dann würde ich sagen, wir stoßen jetzt nochmal an und beenden dann mal die Folge. Genau. So, okay. Prost. Prost, ein letztes Mal. Ja, toll. Und dann jetzt habe ich auch geklingert. Okay, egal. Also dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich hatte es gerade jedenfalls auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.